بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind mit unseren Unterrichten Durus al-Lugha al-Arabiya und wir haben den 12. Kapitel angefangen und fangen jetzt mit dem zweiten Teil. Wir sind immer noch bei den Aufgaben. Was wir letztens gelernt haben, ist Ta at-Ta'nith. Also Ta für das Weibliche. Wenn wir jetzt beim Männlichen zum Beispiel eine Form haben, dann beim Weiblichen gibt es auch eine andere Form. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, Qalamuka, dein Stift, und Qalamuki, dein Stift weiblich. Also Ka mit Fetha ist für männlich und Ki mit Kesra ist für weiblich. Genauso jetzt bei den Verben. Wenn wir jetzt auf dieser Seite sehen, dann steht Anith al-Fa'il fi kulli min al-Jumal al-Atiya. Also mach den Fa'il, den Subjekt, den Nominativ, auf einer weiblichen Form. Und wir haben das Beispiel, Mithal, Kharaja, und Kharaja heißt rausgehen, Muhammadun min al-Bayti, aus dem Haus. Und beim Weiblichen, Kharajat, also wir geben dem Verb ein Ta mit Sukun. Aminatu min al-Bayti. Amina ist aus dem Haus rausgegangen. Okay, jetzt Hussein, kannst du die erste Aufgabe lösen oder erstmal lesen? ذهب المدرس إلى الفصل. المدرس. Weil wer ist gegangen? Der Mudarris. Also er ist nominativ. Was aber heißt der? Der Lehrer. Achso, ja, der Lehrer ist in die Klasse gegangen. Genau. Okay. Jetzt den Mudarris musst du weiblich machen und dem Verb musst du einen Teil geben, wie oben. Ganz gut. Achso, also nur Lehrer weiblich machen, oder? Genau. Kannst du das machen? Oder soll ich dir sagen, wie du es machen sollst? Warte, ganz gut. Zahabat al. Ist das schon mal richtig? Okay, Zahabat ist jetzt richtig. Jetzt musst du Al-Mudarris zu weiblich machen. المدرسة. Genau, super. إلى الفصل. Das ist wahrscheinlich gleich. Genau. Also die Lehrerin ist zur Klasse gegangen oder in die Klasse gekommen. Jetzt Ahmed, Nummer 2. ذهب أبو أبي إلى المستشفى und dann ذهبت أمي إلى المستشفى. Genau. Was heißt der erste Satz? Mein Vater ist ins Krankenhaus gegangen. Genau, richtig. Okay, jetzt Hüseyin, Aufgabe 3. جلس طالب في الفصل. Was heißt das? Jelese heißt sitzen. Also der Schüler sitzt in der Klasse. Genau. Jetzt musst du das weiblich machen. Jeleset. At-Talibatu. Ja. Fassi. Genau. Jetzt Ahmed, letzter. Kharaja Achi min al-Bayti. Kharajat Uchti min al-Bayti. Genau, richtig. Ich habe hier, also das ist jetzt eine Anmerkung, ich habe hier jetzt nicht aufmerksam gemacht auf wenn man den Ta, der Sukun hat, ein Kesra gibt. Weil zum Beispiel beim dritten, Jalasatit Talibatu fil Fasli. Weil Jalasat, und dann haben wir ein L, der Sukun hat. Und das habe ich jetzt nicht beachtet oder Aufmerksamkeit gemacht.
damit wir erstmal auf den Ta'nith das beachten. Jetzt 4. Ta'ammal ma yali. Also beachte, was kommt. Und hier hat man jetzt die Regel gegeben, und zwar jalasat at-talibatu. Yani jalasati at-talibatu, wie wir gerade gesagt haben. Ah, das kommt jetzt sowieso. Und die haben das dann mit einem Pfeil, haben die dann geschrieben, jalasati at-talibatu. Also weil zwei Sukun waren, der Lam hatte einen Sukun und der Ta hatte einen Sukun. Und deswegen haben wir dem Ta ein Kesra gegeben, damit wir das verbinden können. Jalasati at-talibatu. Und darunter hat man dann eben das nochmal in Form oder in Zeichen gezeigt, dass wenn ein Sukun da ist und dann ein L, dann geben wir dem Sukun oder den Sukun wandeln wir auf einen Kesra um, damit wir das verbinden können. Verständlich, oder? Wie bitte? Ist das eine allgemeine Regel oder jetzt nur bei diesem weiblich Ding? Eigentlich eine allgemeine Regel. Also haben wir eigentlich auch im Koran das gesehen. Also hier haben die einfach nur gesagt, bei El Tarif. Aber wenn es also so da, also dazu kommt, dass zwei Sukun aufeinandertreten, dann gibt es dem ersten einen Kessler. Also nicht nur bei El. Ja. Okay. Jetzt haben wir Aufgabe 5. Iqra al-Jumal al-Atiya. Also liest die kommenden Sätze. Wir lesen sie und versuchen sie zu übersetzen. Fangen wir mit Hussein an. Manil Fata alladhi kharaja min baytika al-an oder min baytika al-an. Ja. Huwa ibn ammi. Okay. Was heißt das auf Deutsch? Vater ist doch sowas wie Jünger, oder? Genau. Der Jugendliche oder so. Genau. Also welcher Jugendliche ist derjenige, der in Medical aus dem Haus gerade rausgegangen ist? Genau. Aus Haus, deinem Haus. Achso, genau. Medical aus deinem Haus rausgeht oder rausgegangen ist? Rausgegangen ist, also in der Vergangenheit. Okay, genau, rausgegangen ist. Er ist mein Cousin, also der Sohn meines Onkels. Genau, richtig. Hier eine kleine Sache, die vielleicht später, also so eine kleine Information. El-Fetter und El-Rulam. Eigentlich Fetter und Rulam sind beide die Jugendlichen. Aber der Unterschied ist ganz sensibel. Und zwar, der Fetter ist ein Jugendlicher, der stark ist. Ein Rulam, ein Jugendlicher, der schwach ist. Wow. Und das bedeutet, wenn ihr diesen Unterschied wisst, dann könnt ihr im Koran dann verstehen, warum Allah manchmal Vetter benutzt und Rulam benutzt. Und in Surah Al-Kahf hat er einmal, glaube ich, Rulam erwähnt, als Musa a.s. den einen Jungen getötet hat. Okay, jetzt kommen wir zu Ahmed, Aufgabe 2. Manil فتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد هي بنت خالتي. تمام. يا محمد. أصلي يا محمد. Okay. sie ist die Tochter meiner Tante mütterlicherseits. Genau. Und die Frage war? Also wer ist die Jugendliche, die gerade aus deinem Haus gegangen ist, O Mohammed. Genau, richtig. Okay, jetzt Hussein, Nummer 3. Niman il miftahu alladhi ala al-maktabi huwa lil mudarrisi. Genau. Was heißt das? Was heißt Miftah, ist Miftah die Federtasche? Nee, wir haben gesagt Miftahul Beiti oder Miftahul Babi. Warte mal. Wenn wir ein Haus haben, was brauchen wir? Oder wenn wir eine Tür haben, was brauchen wir? Ein Schloss? Einen Schlüssel.
Ach so, Schlüssel, okay. Wessen Schlüssel ist dieser auf dem Tisch? Wessen haben wir noch nicht gelernt? Wem gehört der? Ach so, okay. Wessen könnte man sagen? Also für wen oder von wem? Von wem ist der Schlüssel? Wessen? Okay, von wem ist der Schlüssel? Der auf dem Tisch ist. Auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch. Okay, die Antwort? Er ist, also er gehört dem Lehrer, aber ich glaube, man sagt, er ist von dem Lehrer. Auf Arabisch, oder? Er ist für den Lehrer. Also hier Li ist für. Okay. Jetzt ist Ahmed dran, Nummer 4. لمن الساعة التي على السرير هي لزوجي أختي für wen ist die Uhr auf mein Bett auf dem Bett sie ist für den Mann meiner Tochter. Okay, nicht für wen, also von wem oder wessen? Von wem, okay. Okay. Was war nochmal die Antwort? Sie ist? Sie ist für den Mann meiner Schwester, sorry. Okay. Genau. Jetzt gehen wir zu 6. Ekmel al-Jumal al-Atiya, also vervollständige die kommenden Sätze. Biwada' ism mausul, also dieses alladhi oder allati. Munasib, alladhi, allati, fil farah. In der Lücke. Jetzt die Lücke ist ein bisschen hell. Wir haben jetzt Al-Kitabu und dann nachher Lücke. Al-Maktabi Lil-Mudarris. Hussein, welchen Konnektor, sagen wir mal, fügen wir hinzu? Al-Lati. Oder nee, warte mal. Jetzt, El-Kitab, das Buch. Ist das männlich oder weiblich? Ach so, du meinst... Ach so, nee, okay, dann doch El-Ladi. Genau. Das Buch ist männlich und deswegen sagen wir El-Ladi. Okay. El-Kitabu El-Ladi al-Maktabi lil-Mudarrisi. Was heißt das? Das Buch, das auf dem Tisch ist, auf dem Schreibtisch ist, ist für den Lehrer. Oder ist also für den Lehrer heißt doch jetzt dann sozusagen, dass es dem Lehrer gehört, oder? Genau, dass es dem Lehrer gehört. Weil wir haben letztens gesagt, dieser Lärm, es gibt mehrere Lärm. Also es gibt Lärm des Grundes und es gibt Lärm des Vermögens oder des Besitzes. Und das ist hier des Besitzes. Also es gehört dem Lehrer. Okay, aber wie ist es, wenn ich jetzt sagen wir, wenn es jetzt so wäre, dass ich dem Lehrer das Buch jetzt auf den Tisch lege, also auf seinen Schreibtisch lege, und dann sozusagen, dass es dann für den wirklich, also für den Lehrer sozusagen, nicht, dass es schon ihm gehört, sondern dass ich es für ihn jetzt hingelegt habe. Dann. Das würde man dann verstehen vom Satz, also vom Text sozusagen. Achso, okay. Aber dann würde man auch Lil Mudarrisi sagen, oder? Also ich würde es so sagen. Ja, du bist der Lehrer. Es kann sein, dass also in der Fusha gibt es manchmal einige Sachen, die sind sehr sensibel, aber bis jetzt hat mich niemand irgendwie darauf geachtet oder Aufmerksamkeit oder aufmerksam gemacht, dass man das nicht sagen darf. Also ich selbst benutze, wie du es gesagt hast, wenn ich es jemandem geben möchte, dann sage ich hua leke meselan au lil mudarrisi meselan. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Hier gibt es jetzt weitere Aufgaben. Ahmed, du bist dran. Al-Qalamu alladhi fi wal fi, was kurz, fi, was ist das? Einmal kurz, nur überlegen. Haqibati, Maksur. Genau. Der Stift, welcher ist was Haqibati? Warte mal kurz.
Was kannst du sehen? So, was ist kaputt auf jeden Fall? Der Stift ist kaputt. Aber er ist. Ja, Mülleimer? Kann es sein? Nee, Mülleimer haben wir noch nicht gelernt. Okay. Haben wir Haribe schon gehabt? Wir haben gesagt, der Haribe ist neben dem Schreibtisch oder unter dem Bett. Kiste? Karton? Schublade? Egal. Tasche. Tasche, auch so. Also der Stift, der in der Tasche ist oder in meiner Tasche ist, ist gebrochen. Okay. Warum hat man einen gebrochenen Stift in der Tasche? Wie bitte? Warum hat man einen gebrochenen Stift in der Tasche? Vielleicht ist er auf dem Weg gebrochen. Aber jetzt Tasche oder Federtasche? Tasche, allgemein Tasche. Achso, okay. Also es kann Rucksack sein, es kann eine normale Tasche sein. Ja. Alles klar. Ich habe letztens auch, also eigentlich zum Beispiel das Wort Mehfaza, okay? Mehfaza bedeutet eigentlich eine Geldbörse oder Portemonnaie. Obwohl das Wort bekannt ist und ich zum Beispiel gesagt, also dieses Wort erwähnt habe, verstehen die meisten nicht. Also denken, das ist eine Tasche oder so. Okay. Kommen wir jetzt zur Aufgabe 3. Hussein? السيارة التي خرجت من المستشفى الآن من المستشفى الآن من المستشفى aber من المستشفى Ausnahme ist das. Achso, okay. من المستشفى الآن للطيب للطيب الجديد دي. Da ist noch ein Ba. للطبيب الجديد. So, ja, mit Tabim Jadidi. Puh. Okay, das was Auto, heißt ja. Welches gerade rausgefahren ist sozusagen. Genau. Minel Mustashfa. Vom. Warte mal. Vom. War das Tor? Nein. Weißt du noch, als wir nicht wussten, was das Wort Mustausaf heißt? Bei Mustausaf haben wir gesagt Klinik. Mustesha ist was Ähnliches. Nicht Apotheke, oder? Nein. Apotheke heißt Saidelia. Okay. Aber auch nicht Krankenhaus, oder? Doch, Krankenhaus. Okay. Wisst ihr das alte, also das alte Wort vom Krankenhaus? Warte kurz. Hastachane. Nein. Das alte Wort ist eigentlich Persisch und heißt Bimaristan. Bimaristan? Genau, Bimaristan ist Krankenhaus und dieses Wort hat man früher benutzt. In der Vergangenheit. Früher bis wann? Ganz genau weiß ich das nicht. Also ich glaube so bis zur Abbasir-Zeit. Oder ein bisschen mehr. Ach so. Okay. Das Auto, das gerade rausgefahren ist, aus dem Krankenhaus. Genau, gehört. Aus dem Krankenhaus. Gerade ist, also gehört dem neuen Arzt. Genau, richtig. Okay, Ahmed, Nummer 4. الكلب الذي في الحديقة مريض oder مريض doch, okay. Der Hund, welcher im Garten ist. مريض ist krank. Genau. Dings, Michael, ich wollte sagen, lass uns mal ein bisschen beiden, weil die Fischminuten sind gleich vorbei, ne? Okay. Jetzt, Hussein, du bist dran, Nummer 5. Al-Fatah alladhi kharaja min al-masjid al-ana ibn al-mu'adhini. Okay, was heißt das? Der Jugendliche, der gerade rausgegangen ist, aus der Moschee, ist der Sohn
des Muezzins. Genau. Okay, Ahmed? Warte kurz, was ist? Was kurz? Soll es sein? Tilikel? Tilikel Bertatu? Also dann Tilikel Bertatu Leti, Tachte Shajarati, Lebintil, Lebintul Falah? Lebintil Falah. Lebintil Falah, Falah. Diese, Bittatu, warte mal. Das war im Test. Das war im Test? Ja, das Wort Batta habe ich im Test geschrieben. Und haben wir es auch benutzt? Ihr habt, glaube ich, da falsch gemacht. Ah, okay. Ich habe bestimmt richtig gemacht, ja. Was, ein Verlag ist Bauer auf jeden Fall? Genau, richtig. Tachte Shajarati, wenn irgendwas am Baum ist für die Tochter, ist von dem oder für die Tochter des Bauern, was kann in einem Baum sein? Eine Blume oder was? Nee, Al-Batta ist die Ente. Also diese Ente, die also unter dem Baum ist. Die unter dem Baum ist, ist von der Tochter des Bauern. Genau, richtig. Okay, Hussein, Nummer 7. Al-Baytul Jadid al-Ladhi في ذلك شارعي للوزير. اوكي البيت الجديد الذي also genau البيت البيت الجديد also das neue Haus welches was ist شارعي Willst du sagen? Was willst du? Soll ich das sagen? Oder willst du noch ein bisschen warten? Sherry, sag lieber. Ich glaube, ich habe nicht die Zeit. Was willst du? Sherry heißt Straße. Achso, okay. Ja. Also das neue Haus, welches in dieser Straße ist, gehört dem Wazir, also dem Minister. Ja, Minister, ja, genau. Und Zalika in jener Straße, also die weit ist. Kann man nicht dieser sagen? Dieser ist ja nah. Dies, jenes. Achso, okay. Okay, wenn du sagst, das, dies, okay, dann könnte man das sagen. Okay, ja, okay, genau. Okay, jetzt Ahmed, Nummer 8. الدرس الذي بعد هذا هذا الدرس سهل جدا 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 genau سهل جدا der Unterricht welcher nach diesem Unterricht ist ist سهل warte kurz ist richtig einfach. Genau, ist sehr einfach. Sehr einfach. Okay, jetzt Hussein, Nummer 9. Menil Fatatu. Bei Menil Fatata. Menil Fatata Lati Jalasat. Imam al-Mudaris Sati. Imam al-Mudaris Sati. Imam al-Mudaris. Achso, Amam ist eine Konjunktion, oder? Nee, nicht eine Konjunktion, nicht eine Präposition. Präposition, genau. Okay, also ich, gleich werde ich auf jeden Fall da Hilfe brauchen. Amam al-Mudarrisati, hier Talibatu min al-Malaysia. Min Malaysia. Okay. Also, jetzt, man al-Fatatu. Hier ist al-Fatah Mubtada. Sozusagen, oder in dieser Form. Weiblich, ja. Nee, es gehört sozusagen zu Subjekt oder so. Okay. Also, okay. Manil Fatat.
Wer ist die Jugendlicherin? Wer ist die Jugendliche, die vor der Lehrerin sitzt? Oder die vor, also die sich vor der Lehrerin gesetzt hat. Weil Gelesset ist ja in der Vergangenheit. Achso, okay. Genau, also wer ist die Jugendliche, die sich vor die Lehrerin gesessen hat? Genau. Sie ist eine Schülerin aus Malaysia. Genau, richtig. Okay, jetzt hin, Ahmed. تلك الحقيبة التي تحت المكتب تحت المكتب لك يا خالد ويا خالد لا هي لصديقي محمد genau ist diese Tasche und unter dem Schreibtisch für dich, O Khalid? Nein, sie ist die Sadiqi Muhammadin. Sie ist Mohammed anvertraut? So, sie gehört. Also, sie gehört also, meinem Freund. Achso, Sadiqi ist auch Freund. Ha. Sie gehört meinem Freund Mohammed. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was wir bei 6 gesagt haben. Auf jeden Fall, ich wiederhole nochmal. Tilkel Battatul Lati. Das ist auf 6. Genau. Okay, jetzt unten haben wir dann Al-Karimat al-Jadida, die 9 Wörter. Al-Am, der Onkel. Erklärt in Achul-Ab, also der Bruder des Vaters. Und darunter haben wir dann Al-Khal, das ist dann eben der Onkel, aber mutterlicher Seite. Achul-Um, der Bruder von der Mutter. Sayyidi. Sayyidi ist mein Herr. Sayyidati, meine Herrin. Und das kann man vielen sagen. Also man kann es dem Vater sagen, eigentlich wäre es sehr schön, dass der Sohn das oder die Tochter das dem Vater sagt. Und auch dem Lehrer und so weiter. Al-Ammatu Uchtul Abi, also die Schwester des Vaters oder vaterlicher Seite. Al-Khalatu, die Schwester der Mutter. Und Mustat al-Wilada, da haben wir, was haben wir nochmal da gesagt? Geburtskrankenhaus? Entbindungsheim. Ja. Also da, wo die Kinder dann auf die Welt kommen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.